Zu den immer wiederkehrenden Aufgaben in Destiny gehört das Töten von Majors und Ultras der verschiedenen Feindgruppen. Majors und Ultras sind nicht nur Bossgegner, sondern generell solche, die eine Panzerung aufweisen. Erkennbar sind sie an diesem gelben Balken. Ich zeige euch nun meine bevorzugten Stellen, um Char, Geächtete und Vex zügig zu farmen. Eine gute Stelle für die Char befindet sich gleich am Startpunkt der Erdpatrouille. Geht in den Keller dieser Hütte, legt die drei Gegner um und kehrt zurück zum Startpunkt. Wartet nun ein paar Sekunden und startet dasselbe Spiel wieder von vorn. Gehe ich am liebsten auf die Venus und fahre zu dieser Stelle. Hier gibt es drei Grüppchen von Geächteten, die allesamt nach dem Zufallsprinzip Majors beinhalten. Einer ist aber eigentlich in jeder Runde dabei. Spot für die Vex-Majors ist eigentlich gleich um die Ecke, aber um es euch zu erleichtern, zeige ich wieder das Geschehen ganz vom Anfang, vom Einstiegspunkt in die Venus-Patrouille. Passiert die Farmstelle der Geächteten, bis ihr zum kaputten Tor gelangt. Hier spawnt immer wieder ein Minotaurus, alternativ könnt ihr auch noch ein Stück weiter bis zum Raidgebiet fahren oder auch allein ein Raid auf der Venus starten, um Prätorianer zu jagen. Dann wären da noch als Bonus sozusagen die Kabale.
auch wenn ich sie noch nie als Tagesaufgabe hatte, aber vielleicht kommt das ja nochmal. Eine gute Stelle ist die erste Mars-Mission Sperrgebiet. Starte diese Mission mit Heroisch-Modifikator und sobald sich euer Geist in das Kabale-System hackt, kommen mehrere Feindwellen mit zahlreichen Majors. Ich hoffe, das hilft euch beim schnellen Lösen der Tagesaufgaben weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei Destiny und macht's gut und bye bye.